Kann aber keinen beim Flunkern erwischen. Schade. Ja, wer das lesen möchte, Screenshotten, auf Pause drücken, ins COD gehen. Jetzt nicht sonderlich. Na, ja, alles frisch? Hilarus, wie ist die neue Stellung? Ah, der schöne Junge aus Siva ist zurück. Eigentlich ist es fast genauso wie in der Arena. Mit dem ständigen Schreien und Stöhnen. Die Leitung des Hauses hält mich beschäftigt. Ah, du alter Bock. Jugend ist ein Geisteszustand. Alter, halt doch bitte deine Fresse. Gott, ich kann's nicht mehr hören, ey. Jugend ist ein Geisteszustand. So, und Richtung Quest. Auf dem Weg nehmen wir noch den Schneider da unten mit. Weber, guck mal, was der anbietet, bis wir uns das leisten können überhaupt. Neck, nicht mal mehr Sobek beschützt uns. Seine verfluchten Priester belügen uns. Nicht sonderlich viel, was brauchen wir? Schild ist besser. Na gut, Pelz und hartes Leder, weiches Leder auch noch. Alles. Actually. Aber erstmal können wir vielleicht Pelz nicht unbedingt machen. Der Pelz brauchen wir nur für den Dings, für die wir eh noch die 5 anderen Sachen brauchen hierfür. 5 Kristalle. 3 noch hier für den Stabilisierungshandschuh. So, nächste Quest. Einmal weiter. Beim Boot holen sollen. Im Dreck. Da sammelt sich Blut an der Tür. Abgeschlachtete Sobeks in Krokodilopolis. Götter. Eine illegale Gerberei. Nett. Das Maul Sobeks. So den Lagerraum der Gerberei. Einfach aufgehängt wie Lumpen. Natürlich ist hier alles abgeriegelt, um den Mord an Göttern zu vertuschen. Diese Mumien sind geschludert. Das ist die übelste Blasphemie. Ja, dem scheint so. Die Mumien sind voll mit Gold und Wertgegenständen. Wohin bringt man sie? Da sind Frachtzeichen angebracht. Sobek ist der Krokodilgott. Das ist eine Menge Gold. Hier, oder wie? Jemand zieht großen Gewinn aus diesem Sakrileg. Kommt bestimmt irgendjemand. Krokodile werden getötet und mumifiziert. Die Arbeit ist schluderig und achtlos. Ein unvorstellbares Sakrileg. Die Mumien werden als Münzsäcke missbraucht und gestapelt wie Kisten. Sie verwenden die Leiber ermordeter Götter zum Schmuggeln. Amun. Der Gestank allein dreht mir den Magen um. Wer das tut, verdient den Tod. Wie kann so etwas in Ägypten geschehen? Bei den Göttern. Das muss aufhören. Aber wenn wir 50 Krokodile abschlachten, ist das okay, oder was? Verschifft. Diese Gerberei muss einen Kai in der Nähe haben. Erreiche den Hafen nahe der Gerberei. Das check ich halt nicht ganz. Aber wenn wir halt 50 Krokodile abschlachten, ist das fein, oder? Wie? Da hat einer Ärger. Aber du steckst deine Nase in fremde Angelegenheiten. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Du kannst doch nicht Unschuldige töten. Du sollst den Tempel und die Menschen schützen.
Verflucht, Priester! Hallo? Jessen, Mahanehet, White Amunur. Danke, Magi. Gar kein Leben ist verschont. Doch so viel Gutes ist schon tot. Ich sah die Gerberei und die Mumien. Ich weiß, was sie Sobeks Kindern antun. Du hast es auch gesehen? Dua Sobek, es ist unbegreiflich. Ich bin Padia Set. Ich diene im Tempel südlich der Stadt. Vergib mir. Ich muss zurück und um Führung bitten. Das wird mehr als ein Gebet brauchen, Priester. Wir müssen handeln. Die Mumien trugen Markierungen. Ich glaube, sie werden verschifft. Verschifft? Der Kult hat eine Triere. Sie folgt den Handelsrouten südlich der Stadt. Tu, was du tun musst, Magi. Ich bete für dich. Aber bitte riskiere kein weiteres Blutvergießen. Es wird so oder so Blut fließen. Ich suche das Ladungsverzeichnis. Eine gute Einstellung. So finde ich raus, wohin sie unterwegs sind. Ladungsverzeichnis. Schiff folgt den Handelsrouten südlich von Krokodilopolis. Wahrscheinlich das da sein, ne? Ja. Was hoffentlich jetzt ein Schiffchen ankommt. Oder oben schlafen. Zwei, drei Lager sogar. Krass, die sollten dann nach Hops nehmen. Vielleicht sogar davor noch. So, wer will mich abholen kommen? Oh, wir können einfach das da nehmen. Wir sollten die Eisenlager da oben tatsächlich vor Hops nehmen. Die fahren ja nicht weg da, ne? Wetter. Okay. Plattform im Wasser einfach. Gut, sind jetzt mal wieder wach, ne? Er hat sich zumindest gerade bewegt. Ob er dennoch auf der Stelle bleibt. Das Eisen können wir gebrauchen, nämlich. Oh, wir laufen in eine ganz neue Region. Hoppla. Na gut, hat auch keine Nebenquest getriggert. Alles gut. Oh. Von den Jungs ist aber. Einer wach. Frage ist halt, welches Level haben die Boys, ne? Ich meine, es war der Hohepriester persönlich während des Morgenopfers. Welches Level hat denn die Area hier? 29, 33. Ja gut, das müsste machbar sein. Ich hab die Schnalle von dem verdammten Ding verloren. Jetzt rutscht es mir immer auf den Unterarm und ist im Weg. Hey! Halt den Weg sich auf! Ich mach weiter! Ich hab das Ziel in Sicht! Gerade die Eier! Verdammt! Leute, ich hab keine Zeit hierfür, der Dude mit dem Links rennt weg. Hey! Hier gibt's ein Problem! Alter, what the fuck? Was stimmt denn mit den Typen? Ich war jetzt... Was war ich jetzt? Three-Shot oder so? Irgendwie sowas. Ach komm, ehrlich. Bullshit. Ich check dieses Kack. Gerade eben auch der Level 32, der komplett OP war. Warum? Wieso war der Typ komplett OP? Dumm, einfach nur dumm. Keine Ahnung, wieso ich jetzt so hart aufs Maul bekommen habe. Ich weiß es nicht.
Weil es absolut random ist. Keine Worte. Keine Worte. Das Spiel wäre so gut, wenn die... Das Spiel wäre nahezu eine 10 out of 10, wenn die halt nicht ihre komplette Spielphilosophie geändert hätten. Was Steuerung, Interface und alles andere außer Story angeht. Dann wäre das Spiel echt eine 10 von 10, weil die Story ist geil, wirklich. Aber der Rest ist halt leider absoluter Trash. Ich hab hier Vorfahrt. Wachstum bedeutet Wachstum für den Tempel und die Gegner sind nicht mehr markiert. Okay, dann machen wir das gerade noch mal. Stimmt. Es nutzt uns allen. Tja, Fragen der Moral sind was für Priester. Oh Mist, alle wurden getriggert. Moment, war das... Wenn ich von den Jungs halt einen wegziehe... Was? Kein schwerer Schuss! Das sind die größten Lappen, ne? So, erstmal Loot. Jetzt die Frachtpläne. Instruktion! Die Fracht soll zum Lager an der gestrandeten Träger geliefert werden. Lager sind bis auf weiteres im Zelt des Captain. Öffnet oder bewegt das Paket nicht ohne Erlaubnis. Sie erhält die Bezahlung nur, wenn diese Regeln eingehalten werden. Das Ladungsverzeichnis. Einmal aufmachen, das Ding. Die Fracht ist unterwegs zum Lager an der gestrandeten Triere im Westen. Mehr Beweise für die Zusammenarbeit mit Ptolemäus Soldaten. Geld, Macht, Korruption. Immer das Gleiche. Ich muss in dieses Lager und mehr herausfinden. Das war jetzt diesmal eine andere gestrandete Triere, ne? Oh, wir sind mittlerweile hier. Es gibt ein paar gestrandete Trieren tatsächlich. Aber die sehen immer gleich aus, weil die sehen genauso gleich aus wie die andere. Gut. Huch. Oh, außer Reichweite. Wie sind das? Das sind 200 Meter. Wir sind mit Sinnoh schon bis zu 500 Meter weit geflogen. Das war kein Problem. Genau das meine ich. Es ist halt ultra trash. Darf ich jetzt? Ja, okay. Hauptmann, ein Schatz.
Okay, ein Hauptmann, ein Schatz. Gut. Da oben steht einer auf dem Ausguck, okay. Der müsste mal weggesniped werden, auf entspannt. Das ist das gesuchte Lager. Die Informationen, die ich brauche, sind wohl im Zelt des Hauptmanns. Hat jetzt, dass der eine von dem anderen nichts mitbekommt. Schwierig, ne? Wir ignorieren die Jungs komplett und gehen einfach rein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ah, geh da rein jetzt. Was hatten wir? Ein Schatz, ein Hauptmann, ja. Nein, mach nicht die Kettenangriff. Ich glaube, da hat er nämlich halt erst den Kettenangriff angefangen. Ich begreife nicht, warum wir uns mit diesen Kerlen abgeben. Was denn? Ist der Boss da drin? Nee, das ist woanders. Was? Ist da sonst irgendwer drin? Die kommen von den Sobek-Priestern? Ja, oder? Ich denke mal einfach, sind die beiden, die quatschen gerade. Kommen wir hinten rum rein oder müssen wir vorne rum rein? Wir müssen vorne rum rein, okay. Mal Luftattentat und dann. Du Hure! Kette. Die Zahl ihrer Hilfsgesuche steigt erst allerdings weiter. Sterben. Ich glaube nicht, dass das dem Hauptmann schmeckt. Oder vielleicht auch nicht. Hey, Bob! Dich schlitze ich auf! Gut, da hinten kommt einer. Versandkorrespondenz. Captain, hier ist die gewohnte Bezahlung. Einschließlich des Zuschlags. Wie du siehst, erfülle ich deine Forderung. Da kommen gerade alle Gegner. Korrespondenz zwischen dem Hauptmann und Seetep. Wieder Seetep. Dieser giftige Priester aus dem Nordtempel entwickelt sich zum großen Ärgernis. Ich sollte Padiaset von Seetep erzählen. Das wird ihm nicht gefallen. Ich will es leider nicht komplett durchlesen. Aber er kann mal ruhig hier reinkommen. Das lange nämlich schon abgeschlossen, guck mal. Sehr schön. Mandat des Marschen des Fayum. Ja gut, das tut mich jetzt nicht sonderlich. Schade, ich hätte eigentlich das Ding ganz gerne mal durchgelesen, aber das konnte man jetzt wegen dem, weil die Boys wieder kamen, nicht richtig durchlesen. Schade. Naja. Hat aber eine Folgequest getriggert, ne? Mangelnder Glaube, ja. Gibt ein legendäres Zepter. Sprich mit Padiaset, dem Sobek-Priester. Der ist hier. Dann einmal wieder zurück. Nee. Ah, das hinten irgendwo juckt mich nicht. Oran bulimi di mi hanesteri ra ekselentis.
Bei den Göttern. Was ist passiert? Mögest du in das Land der Duat eingehen. Möge Sobek dir gnädig sein. Ma'at dich für würdig halten. Dua Sobek. Medjay, du kommst spät. Sehe, Tibbs Männer kamen, um mich zu töten. Das sehe ich. Nicht schlecht für einen Priester, der Blutvergießen verabscheut. Ich war nicht immer Priester. Ich dachte, ich wäre alledem entkommen. Sehetep und ich haben gemeinsam zum Glauben gefunden. Sind gemeinsam dem Tempel beigetreten. Ich wusste, dass er mit sich rang, so wie auch ich. Aber ich muss ihn aufhalten. Keiner darf wissen, dass ihr gegen ihn vorgeht. Nicht, wenn der Kult überleben soll. Es sieht schlecht aus, wenn ein Priester tötet. Ich sollte das tun. Du hast recht. Du findest ihn am nördlichen Tempel. Ich treffe dich dann davor. Hin und eliminiere Sehetep. Endlich geht's dem Sackmann in den Kragen. Das ist jetzt nicht die erste Quest, wo der Loot scheiße baut. Da ist er! Für Sehetep! Das ist dieser aufdringliche Mensch! Wer ist für nämlich, keine Ahnung, Urlast? Ja, der hat uns, der hat uns gerade so nicht gesehen. Wachen umgeben? Oh ja. Hat aber einfach noch einen Luftattentat, actually. Der Haupttempel Sobeks. Sehetep ist da drin. Er wird gut bewacht. Na komm. Einmal weg mit dem Cake und gut ist. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Oh. Gut. Komplett unnötig. Au. Nein, nicht wieder raus. Ich hasse diese Steuerung. Mann, geh da rein jetzt. Den Bericht nach. Ein Überbleibsel aus dem alten Reich heißt es. Das alte Reich ist tot. Mir ist egal, wer er ist. Treffe ich den richtigen? Ich werde seinen ungläubigen Kadaver Petesoros vorwerfen. Es ist getan. Glaube wird viel zu oft zu Verrat, wie es scheint. Ich sollte Padias treffen. Lappen. Hoppla. Und jetzt einfach hergerannt. Scheiße. Aber wenn wir sneaken, müssen wir eigentlich genug Damage machen. Hey, du kannst nicht fliehen. Anscheinend nicht. Ja, aber die sind so unfähig, sich zu bewegen, dass wir die einfach so wegmachen können. Denkst du, der Magi wird Erfolg haben? Sicher. Kann der Magi der jetzt sofort selber sein? Den Tod. Dann musste es sein. Ich habe heute einen Bruder verloren. Hätte ich früher gehandelt, hätte er vielleicht... Du bist ein bisschen leise, Bruder. Glaube darf nicht passiv sein. Das ist meine Lektion. Wir bauen wieder auf, was zerstört wurde. Doch was ist mit den Soldaten? Sie hatten bei alledem ihre Hände im Spiel. Sie werden sich immer einmischen. Aber bleibt stark. Sie legen sich so schnell nicht wieder mit dem Tempel an. Sobek hat auch Krieger. Du ehrst mich, Magi. Möge Sobek dich ehren. Ja, Mann. Schnell fahr doch die Lakas weg.
So, da sind wir noch ein Level gestiegen. Sehr schön. Damit Stab des Sehetipp. Behalten wir natürlich, ist was Legendäres. Die schmeißen wir nicht fort. So, und hier haben wir jetzt drei Level. Genau, da können wir jetzt mal das hier machen. Das hier wollte ich von Anfang an eigentlich schon haben. Ich wusste nur nicht, dass es dafür ernsthaft einen Skill gibt. Wenn du das automatisch Gegner, den du im Nahkampf tötest, haben wir da schon mal keine Probleme mehr mit. Und das nächste ist ja die volle Adrenalinanzeige. Schmeckt natürlich auch. Können wir direkt das Special Attack machen, gerade gegen dicke Nervgegner. Jetzt haben wir hier unten aber noch eine Quest getriggert, aber das ist die in der anderen Area, ja. Interessiert uns noch nicht. Waren 37, 39, viel zu hoch, okay. Ja, und es ist nur noch die hier. Menschenfresser. Die machen wir jetzt heute noch. Dann würde ich sagen, können wir danach. Du da! Halt! Nö. Und dann würde ich sagen, können wir danach, also dann morgen, noch zwei Schätze. Können wir dann morgen neue Hauptquest machen gehen, wenn wir dann hier alle Quests haben. Solche Spielchen? Ah, da, wir müssen ganz schnell rein. Oh, cool, vielleicht kriegen wir hier noch ein Kristall in der Schatulle. Schmeckt. Kristalle nehmen wir natürlich gerne mit. Hey, das war's. Stirb. Ich durfte keinen Kettenattack machen. Stirb, du Wurm. Ist nichts mehr an Loot übersehen, zum Glück. Und die Hähnchen nehmen wir gerade noch mit. Kann ich auf den auch einen Luftattentat machen? Och, wo ist der denn? Unterirdisch, ne, anscheinend. Na gut, dann nehmen wir das Krokodilchen vielleicht doch nicht mehr mit. Kommst du auch hier runter? Nein, nein, ich denke, ich muss dich abholen. Wieso Straße voll nicht verfügbar? Mach doch einfach, Alter. Spiel. Achso, weil es auf der Insel ist. Never mind. Dann habe ich nichts gesagt. Dann will ich nichts gesagt haben. Die Götter lieben großzügige Seelen. Ja? Noch mal, was wir hier hinten noch haben. Hoffentlich was Kleines, was Schnelles, weil ich will bald Feierabend machen, ganz ehrlich. Ich will nicht, dass du mit ihm spielst. Da wohnt der Menschenfresser. Willst du in Stücke gerissen werden? Jetzt komm da weg. Okay. Senny, vergib mir. Ich konnte es nicht überhören. Sagtest du eben Menschenfresser? Ja, der Menschenfresser holt sich schon seit Monaten die Leute von hier. Menschen werden vermisst. Weiß der Philaketai davon? Die Philaketai sind nutzlos.
Erst letzte Woche sind 3 Fischer verschwunden. Kurz darauf trieben Stücke von ihnen im Fluss. Sie haben nichts getan. Wir wissen sowieso, wer es ist. Der verrückte Alte da hinten. Wir behalten ihn im Auge. Die Dinge sind oft nicht, wie sie scheinen. Ich sollte mit dem Menschenfresser reden. Er könnte Menschenfresser von Sobek besessen sein. Körperteile vom Wasser erreichen. Er tut nie etwas anderes als beten. Er frisst die Opfer von Sobek. Auf seinem Land verschwindet niemand. Kommen wir denn hier? Los im Schluss bei seinem Haus auf. Frisser ist Fleisch in den Körben mit dem Fischfutter. Götter, etwa Menschenfleisch? Hallo. Wie heißt du? Random Kind labern. Das ist meine Sobek-Puppe. Siehst du? Er trägt seine Kinder in seinem Maul. Vater hat sie mir geschenkt. Das ist, Du hast keine Puppe. Sehr hübsch. Kannst du meinen Freunden sagen, dass sie zurückkommen sollen? Sobek hat nicht wirklich die Leute im Fluss gefressen. Das ist nur ein Spiel. Fleisch. Faulig und aufgedunsen. Und schwer zu identifizieren. Es kommt von stromaufwärts. Das ist ja das reinste Schlachthaus hier. Aber ich weiß nicht, ob das Menschenfleisch ist. In all meinen Jahren als Magi habe ich so etwas noch nicht gesehen. Es wird von weiter stromaufwärts angeschwemmt. Den Ursprung der Körperteile. Anscheinend von da hinten. Dann einmal planschen gehen. Wer war meint? Einfach niemand. Wir können aber noch mit dem Menschenfresser selbst drehen, tatsächlich. Mein Freund. Oder bist du der Menschenfresser? Ja, ne? Weißt du etwas über die vermissten Leute hier? Ich bin nicht dein Freund. Verschwinde von hier! Sobek frisst mit seinem Maul. Er mit den spitzen Zähnen. Sobek frisst, wenn er sich paart. Er zerfleischt, wen er will. Naja. Dann bekomme ich nichts Sinnvolles heraus. Nee, das merke ich. Rote Herrie! Wichsig er! Nick. Mehr Leichenteile. Wo kommen die bloß alle her? Noch mehr Blut im Wasser. Es kommt aus dieser Höhle dort. Bei Amun, was gibt... Ja, vor sich vor. Aber tauchen. Ah, jetzt kommen wir zu dem Krokodil. Guck mal. Das Krokodil bestimmt der Menschenfresser. Tod. Hier müssen all die Leichenteile herkommen. Oh. Amun, so viele Leichen. Alle angefressen. Und dieser Gestank. Amun, so viele Leichen. Alle angefressen. Und dieser Gestank. Jetzt habe ich aber irgendeine Show gegönnt. Luxus. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Hallo? Wer ist guter da? Wein und Erfrischung. Bitte, hilf mir! Wer hier gesessen hat, wurde gut umsorgt. Oh, hier ist jemand. Kissen und Luxus. Ja, das kann man schon. Guten Tag. Kannst du helfen? Den Göttern sei Dank. Schnell, wir müssen gehen, bevor ihr zurückkommt. Wer? Was geht hier überhaupt vor? Der Einbalsamierer. Er wirft den Krokodilen Menschen vor. Seine Gäste sehen zu, wie sie zerrissen werden. Ganz ruhig. Du bist sicher. Wo ist er jetzt? Sicher?
Keiner ist hier sicher. Er hat mich auf dem Markt entführt, als ich Fische verkauft habe. Ich verschwinde hier. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass jemand zu so etwas fähig sein könnte. Ich werde einen Weg zum Markt finden. Das ist seine letzte Vorstellung gewesen. Finde und eliminiere den... Herr Balsamira, das ist auf dem griechischen Markt. Da hinten zappelt der Pelagas ein bisschen ab. Aber hier hübsches ich Sobeks geheimes Festmahl. Fütterung der Krokodile am nächsten Neumond. Nach Sonnenuntergang. Trifft den einen Balsamira. Was für eine Dekadenz. Der Einbalsamierer scheffelt eine Menge Geld. Brief von Sehetep, der schon wieder. Einbalsamierer, ich wurde über deine kleinen Vorführungen informiert. Die ketzerische Verwendung von Sobeks Kindern zur Unterhaltung ist, wie du wissen musst, ein ernsthaftes Vergehen. Darüber hinaus agierst du auf dem Gelände des Tempels und riskierst damit den Namen des Tempels und des gesamten Kultes zu beschmutzen. So zuwider mir dein Treiben auch ist, können wir vielleicht zu einer Einigung gelangen, die für uns beide vorteilhaft ist. Mein Partner wird dich bald mit den Einzelheiten der Vereinbarung aufsuchen. Ich schlage vor, du behandelst sie mit dem gebührenden Respekt. Sehr. Na klar, wenn für Sehetipp auch was rausspringt, dann ist dem auch sowas Gotteslästerisches hier scheißegal. So, auf zum griechischen Platz. Wir schießen sie zuerst und fragen dann. Ach, hier sind wir wieder, lol. Ich hab gerade eben erst die zwei Schätze mitgenommen. Ist gerade okay. War schön zu wissen, hat Schild zumindest. Hat er Wachen? Nicht sonderlich, ne, doch eine. Wieder den richtigen attentatisieren. Hallo? Ja. Und das gefällt den Menschen wirklich? Langweilig, einfallslos, öde. Ein Abflug. Auf. Ein kranker Mann. Das setzt seinen Taten ein Ende. Mögen sich die Götter um seine zahlenden Gäste kümmern. Gespannt. Hab 3000 DP, Alter. Ja, haben wir jetzt noch mal ein bisschen Gold. Wo ist der Schutz, den man uns versprach? Ja, ein bisschen. Seine Priester werden fett von den Opfergaben, die sie den Armen stehlen. Die Priester des Sobek halten. So, jetzt können wir nochmal hier einmal den Stabilisierungshandschuh machen. Gut. Ja, aber jetzt haben wir aber gar nichts mehr an Eisen tatsächlich. Gut. Sehr schön, damit haben wir jetzt alles an Quests soweit abgehakt, ne? Gut, hier unten die eine, die zählt noch nicht, die ist in einer ganz anderen Area.
Genauso wie die hier auch noch nicht zählen. Die sind auch in einer anderen Area. Hier sind noch zu High Level. Ab und zu auch mal hier hochgucken, ob hier nicht noch irgendeine Quest getriggert hat. Oder ob ich irgendwo doch eine übersehen habe, aber das sieht nicht danach aus. Ja, die war zu weit weg, ne? Genau. Jawohl, dann können wir beim nächsten Mal morgen dann die Hauptquest danach gehen. Sprich mit Cleopatra in Reakleon. Und unsere nächsten Ziele annehmen. Da müssen wir nach hier oben. Ganz in den Nörden. War da doch schon auf jeden Fall eine Nebenquest auf uns. Das ist die ganze Area. Okay, dann auf jeden Fall zwei. Aber schön, jetzt sind wir wieder bei, weißt du. Jetzt haben wir wieder... Und die hier können wir dann theoretisch sogar noch machen. Prüfung des Sobek. Siege den Boss um jede aktive... Blablabla. Sehr schön. Oh Leute, hier ist noch eine Quest. Guck mal. Okay, dann machen wir die auch noch morgen. Er hat aber jetzt noch getriggert im Nachhinein. Wird doch wahrscheinlich wieder hier der Cousin von Aya sein, oder? Hat der nicht hier immer gechillt? 21er Quest sollte nicht so schwer sein. Hunderte von Ägyptern verhungern jedes Jahr. Aber mehr dazu morgen.